Herzlich willkommen zum neuen Video. Was denkt ihr, wo ich bin? Tada! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder auf Reisen, sonst würde es kein Video geben. Und zwar bin ich genau da. Wenn ihr Lust habt, meine Reise tagesaktuell zu folgen, dann folgt mir doch auch auf Instagram oder auf Facebook. Und habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach hier unten in der Videobeschreibung auf Abonnieren klicken, Glocke nicht vergessen und dann lasst das Intro starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein und viel Spaß beim heutigen Video. Herzlich willkommen in Sevilla. Hier in Sevilla sind einfach mal 39 Grad draußen. Also draußen, ohne Sonne, wie man sieht. Jetzt sind schon 40 Grad. Das fühlt sich an, als wenn ihr eure Haare föhnt auf heißester Stufe hier. Ich weiß nicht, ob hier jemand wohnt oder ob das Hotels sind. Jedenfalls sieht es schön aus, aber es ist immer noch mega, mega heiß. Ich stehe hier praktisch am Macarena-Tor und da geht die alte Stadtmauer entlang. Das ist sozusagen der Eingang zur Altstadt. Hier kannst du auch einen Blick in die alten Gemäuer werfen. Das ist das Parlamentsgebäude. Da drüben auf der anderen Seite ist ein Themenpark, Isla Magica. Da oben sitzt ein Kanarienvogel oder ein Papagei oder sowas. Hier ist der Tower Perdigones und hier kann man eine wunderbare Aussicht von oben genießen. Oh, Alter, ist das schön. Oh, herrlich. Herrlich. Boah, kennt ihr das? Ich war vorhin echt verzweifelt bei der Parkplatzsuche. Alle Parkplätze, die ich mir rausgesucht hatte, die waren übervoll. Also mit Stau und Warten und nicht um die Kurve kommen und zurücksetzen und alles sowas. Und jetzt, wo ich hier spaziere, direkt im Zentrum sind so viele Parkplätze frei. Ich weiß nicht, wahrscheinlich parken immer alle außerhalb, weil sie denken, weil es ist vielleicht günstiger oder... Innen ist alles voll. Schaut euch mal das Haus an, das ist so schön. Wisst ihr, was mich wundert? Dass es hier nicht so voll ist. Es ist einfach total leer hier mitten in der Stadt. Wann kommen die denn hier alle raus? Es ist so einfach, hier Videos zu machen, ohne die Leute zu filmen. Jetzt habe ich hier so einen zentralen Punkt erwischt. Und seht mal, hier gibt es auch Sightseeing-Touren. Jetzt habe ich hier so eine Einkaufsstraße erwischt und ihr werdet es nicht glauben, dadurch ist es etwas kühler. Vielleicht nur 39 Grad. Kann man natürlich auch für Flamenco shoppen. Lauter Fächer. Fächer, Fächer, Fächer. Du musst original spanischen Schinken hier kosten.
in der Innenstadt fährt auch eine Straßenbahn. Was kommt denn da zum Vorschein? Die Kathedrale von Sevilla. Dort findet ihr auch das Grab von Christoph Kolumbus. Oh, wow! Pferdekutschen. Oh, wow! Ich kann noch so weit zurückgehen und auf Weitwinkel machen. Ich krieg sie nicht rauf. So riesig ist sie. Für ein Haus. Wahnsinn. Die Kathedrale von Sevilla ist eine der größten gotischen Kirchen Spaniens und eine der größten Kirchen der Welt. Das Alcázar de Sevilla. Und so sieht es von innen aus. Hier sind praktisch alle Sehenswürdigkeiten fast an einer Stelle. Oder besser gesagt, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten fast an einer Stelle. So, ich stehe jetzt hier vor der Stierkampfarena. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Das ist so ein bisschen unscheinbar. Ich muss einmal drumherum laufen, um es zu finden. So, ich bin tatsächlich noch reingekommen. Eintritt kostet 10 Euro für eine halbe Stunde. Darf man sich aufhalten. Und da kann man schon mal schauen. Ich gehe jetzt einfach einmal hier rum. Hallo, mein Freund. Na, wie geht's? Ich habe extra nichts Rotes angezogen. Hier kommen sie dann rein und werden in die Arena gelassen. Schon einmal ringsrum gelaufen. Schon von außen ist das Gebäude richtig unscheinbar, sollte man nicht denken, aber richtig schwer zu finden. Und es ist richtig heiß hier. Ein beeindruckendes Bauwerk, aber wenn man sich vorstellt, was hier so passiert, ich würde es mir nicht anschauen. Würdest du dir hier so einen Stierkampf anschauen? Ich nicht. So viele Plätze gibt es auch gar nicht. Also es ist nicht so groß wie ein Fußballstadion. Es ist übrigens 21 Uhr, das Ding schließt 21.30 Uhr. Eintritt hat 10 Euro gekostet pro Person und es sind immer noch 40 Grad. Ohne Sonne. Ich warte hier übrigens auf meinen Bus. Hab hier einen Direktbus zu Venna. Aber er kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Da bin ich ungeduldig. Schauen wir mal, dass das der 21er ist. Yeah. So, eine Stunde kostet 1,40 Euro. So weit muss ich gar nicht. Hier kann man übrigens auch Boot fahren, Fahrräder ausleihen. Also geht richtig viel. Also mehr als ein Tag ist zu empfehlen. Das war jetzt voll perfekt. Ich glaube, noch mal eine halbe Stunde Weg, das hätte ich nicht hinbekommen. Es sind tatsächlich immer noch 40 Grad. Hier sind überall Thermometer. Also 21.15 Uhr, 40 Grad. Und im Bus war es so schön angenehm. Hab mir jetzt mal ein bisschen meine Hautfarbe von Rot auf Rosé verändert, aber es ist immer noch so, so heiß und ich hatte so ein Glück, also ein Hoch auf Google Maps, ich stand vor der Arena und habe einfach aus Quatsch mal gegoogelt, ob man mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch zu meinem Parkplatz kommt und ich hatte so ein Glück, dass ich mit einer Direktroute ohne Umsteigen angekommen bin, einfach perfekt. Ich freue mich so auf meine Klimaanlage. Wow, was für eine Tour. Die heißeste Stadttour
die ich jemals gemacht habe. Ich habe noch nie mich so auf meine Klimaanlage im Auto gefreut. Das könnt ihr glauben. Ups, ich bin gar nicht zu sehen. Da jedenfalls steht Wenner. Sind noch ein paar Jugendliche. Ich hoffe, dass die sich bald verziehen. Und jetzt zeige ich euch mal meinen Ausblick. Ein bisschen dunkel, aber das ist mein Ausblick auf die Autobahn. Aber trotzdem schön, oder? Richtig schöne Gegend. Ja, mal gucken. Das ist hier irgendwas Historisches. Kann ja mal hinspazieren. Und hoffe, dass ich hier gut schlafen kann. Ich mache mich tatsächlich noch mal auf den Weg. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gucken, was das ist. Also die Gegend an sich scheint wirklich sehr warm und heiß zu sein, weil es sind immer noch 34 Grad jetzt, aber oh, eine Katze. Doch ein bisschen erträglicher als in der Stadt vorhin. Ja, wird zwar gebaut, aber oh, hier gibt's Wasser. Ach, gut zu wissen, kann ich ja morgen meine 3 Flaschen noch voll machen. Ja, gehen wir mal durch, oder? Was sagt ihr? Wenigstens mal gucken. Der Wind tut gut. Tatsächlich auch eine richtig schöne Stadt. Man muss viel öfter in der Autobahn abfahren. Nicht jeden spanischen Ort anschauen, aber die sind so, so schön. Es ist einfach hier so ein Ort, wo ein Park vor Neidstellplatz gekennzeichnet war. Okay. Aber es ist 23 Uhr, ich bin müde, ich muss ins Bett. Und, hat euch das Video gefallen? Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann Kanal abonnieren!